Es regnet, liebe Zuschauer. Das Wetter spielt nicht so richtig mit. Und trotzdem, herzlich willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. Grimsby Town gegen Nottingham Forest. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und so werden Sie heute dieses Spiel angehen. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Thank you. Enjoy the game. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. So fangen Sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Oliver Skip. Ah, da wäre jetzt Platz. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. So, Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Ja, abseits angezeigt. Logisch, da waren sie zu überhastet. Absolut. Wenn sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. So bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Wang Hee-chan. Shelby. Sie sind da, Ball wird geblockt. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Guter Vorstoß jetzt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. James Brie. Shelby. Wang Hee-chan. Entscheidung eindeutig abseits.
Redmond. Und jetzt gibt es Einwurf. Chris Willock. Parade kommt, aber weiter Gefahr. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Es bleibt bei diesem Remis vorerst, und das haben Sie ihm zu verdanken, seiner Parade. Was war das für eine Riesenchance? Und er hält das Ding. Und wir sehen es ja. Der Nächste hat, ich glaube, das könnte gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's, und dann geht auch die Karte in Ordnung. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Und Eckstoß. Jetzt der Eckball. Erstmal geklärt. Viel Druck, den Ballverlust erzwungen. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Wang Hee-chan. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Ist hier immer noch am Ball. Da hat er erst Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Sie unterstützen gut. Abwehr muss aufpassen. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Tolles Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Cameron Carter-Vickers. Und das ist der Ballverlust. So, was machen Sie draus? Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Chris Willock. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Freistoß gehalten, aber auch keine allzu große Aufgabe.
haben sie jetzt einige Optionen. Wichtige Aktion. Da ist Platz für den Konter. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Schönes Zuspiel. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor, da hat er es geschafft. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sie verlieren hier den Ball. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Oliver Skip. Guter Schuss jetzt. Da haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand. Aber das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier noch mal rankommen. Sie holen sich den Ballbesitz. Einwurf, der Ball war draußen. Redmond. Außen ist Platz. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Gleich kommt der Eckstoß rein. Gefährlich jetzt. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wang Hee-chan. Sie können es machen. Kein Problem, ganz sicher.
kurzer Eckball. Sie können klären. Macht er ihn. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Jetzt kommt der Wechsel. Kurze Ecke jetzt. Hereingabe in die Mitte. Erstmal Gefahr bereinigt. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Und Eckstoß. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Was macht er drauf? Ah, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance. Schön platzierter Ball. Am Ende einfach kein Glück. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt der Schuss. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Der Ball kommt rein. Die spielen erstmal raus. Ball kommt an den langen Pfosten. Da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Chris Willock. Ayu. Sehr guter Einsatz. Da sind Mitspieler frei. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erst noch weiter. Gute Chance. Und damit sind sie nun mit 3 Toren vorne. Machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Ist hier immer noch am Ball. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Muss er besser machen. Ecke. Da kommt die Ecke. Chance zum Konter jetzt. Immer noch diese Szene. Sie versuchen es. Eigentlich ein guter Konter.
Konter. Aber vom Torerfolg waren sie doch relativ weit entfernt. Und das wird sie ärgern. Das war nämlich an sich eine klasse Szene. Wang Hee-chan. Schön dazwischen wieder. Oliver Skip. Gregoritsch. Er geht dazwischen. Er kann dieses Duell gewinnen. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Klarer Sieg also am Ende. Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Der Sieg ist das eine. Aber wenn du dann auch noch das Tor machst, dann kannst du wirklich zufrieden sein. Gab ja außerdem noch die ein oder andere Chance, war ein wirklich gutes Spiel, kann hier zufrieden sein.